Nach diesem Video wirst du ganz genau wissen, wie du deine Noten auf ein ganz neues Level bringst. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur steht. Und wenn du dir gerade denkst, boah, ich würde eigentlich schon gerne ein bisschen besser in der Schule werden, will mich schon verbessern, aber ich habe jetzt gar nicht so ein explizites Problem. So, ich weiß gar nicht wirklich, wo oder wie ich mich noch verbessern kann. Du bist vielleicht gerade so auf 10, 11, 12 Punkten hier. Was kann ich denn jetzt noch genau machen? Und das ist definitiv das Nacharbeiten von Klausuren. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das kannst du dir am besten vor diesem Video hier nochmal anschauen. Ansonsten einfach im Anschluss an dieses Video. Da habe ich das schon mal gesagt, dass ihr es auf jeden Fall tun solltet. Dann hatten sich aber super viele von euch gewünscht, Leo, kannst du auch konkret erklären, was ich da machen soll? Und genau das werden wir jetzt tun. Erstens, jede Klausur abfotografieren oder kopieren. Das bedeutet, jede Klausur, die du ab jetzt bekommst, die musst du unbedingt abfotografieren, ausdrucken, was auch immer. Einfach aus dem Grund, damit du sie selbst für dich, für die Vorbereitung auf die nächste Klausur in diesem Fach hast. Weil es gibt fast nichts Wertvolleres, als bei der Vorbereitung auf eine Klausur auf die letzte Klausur zu schauen und zu gucken, was habe ich denn da eigentlich konkret für Fehler gemacht. Ja? Aus den Fehlern lernt man immer am meisten. Zweitens, alle verfügbaren Klausuren durchlesen. Ja? Das heißt, alles, was du jetzt gerade da hast, für viele von euch gab es gerade Zeugnisse, Notenausgabe gab es vielleicht auch. Wenn du noch Klausuren da hast, nehm die alle, fotografier dir die ab, schau dir, welche du noch da hast, vielleicht hast du sie sonst allgemein schon ausgedruckt. Guck alle Klausuren an, die du hast, alle Exen, alle Ergebnisse, Bewertungen, die du sonst vom Lehrer bekommen hast. Schau, lese dir die alle durch und dann machst du eine folgende entscheidende Sache. Du schreibst dir alle Fehler raus. Was waren all die Punkte, wo der Lehrer gesagt hat, das war einfach nicht richtig, das hat dir Punkte gekostet. Und die Sachen schreibst du dir alle aus. Für jedes Fach, für jede Klausur, für alles, was du zur Verfügung hast, schreib das alles raus. Das wird in den nächsten Schritten extrem wertvoll sein. Denn dann machst du drittens Kategorien bilden. Das bedeutet, die einzelnen, wirklich für jede Aufgabe, für jede Unteraufgabe, die du rausgekommen hast, okay, da habe ich den Fehler gemacht, da habe ich den Fehler gemacht, da habe ich den Fehler gemacht, da bildest du jetzt Kategorien. Das heißt, du schaust dir an, okay, das war eigentlich einfach ein Flüchtigkeitsfehler, das ist auch ein Flüchtigkeitsfehler, das ist auch ein Flüchtigkeitsfehler, hier habe ich einfach die Aufgabenstellung nicht richtig gelesen, das war wieder ein Flüchtigkeitsfehler, und du bildest quasi Kategorien. Und durch diese Kategorien wirst du sehr schnell merken, wo ist eigentlich mein Hauptproblem. Das bedeutet, du merkst, okay, fuck, ich mache einfach immer Flüchtigkeitsfehler. Oder shit, ich gehe einfach in den Aufgaben einfach nie tief genug auf den Sachverhalt ein. Und das ist einfach super wertvoll für dich schon mal als eigene Erkenntnis, die du sonst einfach nie hättest. Drittens, konkrete Lösungen finden. Wenn du deine Hauptprobleme kennst, wo du merkst, okay, shit, das muss ich einfach verändern, um wesentlich bessere Noten zu schreiben, dann schau eben direkt, wie du das lösen kannst. Überleg dir selbst Lösungen, ansonsten natürlich zum Beispiel, wenn bei dir gerade, was weiß ich, zum Beispiel die Flüchtigkeitsfehler, ja? Wenn bei dir die Flüchtigkeitsfehler strugglen, dann kannst du einfach hier rechts oben auf das Video klicken, da bringen wir dir bei, wie du deine Konzentration erhöhst. Oder wenn du merkst, ich verstehe die Aufgabenstellung immer nicht ganz richtig, dann such einfach mal auf YouTube Leo Eckel Operatoren. Dann findest du vielleicht unser Operatoren-Video, wo du eben da halt genau herausfindest, okay, shit, was bedeuten Operatoren überhaupt, wie bearbeite ich denn eine Aufgabenstellung überhaupt richtig? Oder auch wenn du das Gefühl hast, keine Ahnung, was könnte es noch für Probleme geben, du machst alles zu oberflächlich, ja? Du machst es zu oberflächlich, du beantwortest die Fragen nicht tief genug. Dann nimm dir einfach für die nächste Klausur vor, das wirklich auch tiefer zu bearbeiten. Versuch in der Vorbereitung Stoff noch tiefer zu verstehen. Tausche dich mit anderen auf, um eben mehr Tiefe in dein persönliches Verständnis zu bringen, damit du das dann auch in Zukunft bei den nächsten Klausuren wirklich auch anwenden kannst. Fünftens, Verbesserungen über Zeit beobachten. Du hast ja jedes Halbjahr wieder eine neue Klausur, vielleicht auch mehrere Exen, mehrere Tests, mehrere Mitarbeiten, was auch immer. Schau dir das an und dadurch, dass du auch immer fotografierst, merkst du auch wirklich den Prozess. Das gibt dir erstmal ein mega geiles Gefühl zu merken, okay, shit, ich verbessere mich auch wirklich. Und vor allem kannst du auch merken, wo du dich vielleicht nicht verbesserst und vielleicht die Lösung, wo du dachtest, wäre die richtige Lösung, war vielleicht gar nicht die richtige Lösung, und dann kannst du eben nochmal konkret eine neue suchen. In diesem Sinne, denk dran, wenn du bei unserem Traumabitur-Coaching-Programm dabei sein möchtest, deine Noten auf ein richtig nächstes Level bringen möchtest und das stressfrei, ohne Druck, ohne Angst, dann einfach unter diesem Video auf den ersten Link gehen, dann ruft dich ein Teammitglied aus meinem Team an, wo einfach bei einer Uhrzeit, wo du gesagt hast, okay, da bist du verfügbar, dann schaut dir, wo stehst du, wo willst du hin, können wir dir helfen. Wenn dem der Fall ist, werden wir beide persönlich miteinander sprechen und dann eventuell auch ich dein persönlicher Coach sein. In diesem Sinne, geh unten auf den Link, trag deine Uhrzeit ein und dann hören wir uns hoffentlich sehr bald. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.